Das Laden im Anschlag. Die stabilen Schießjacken der Gegenwart haben das Liegend- und Knienschießen wesentlich verändert. Die feste Statik stabilisiert die Anschläge ganz erheblich. Wer Jacke, Riemen und Gewehr einmal ordentlich ausgerichtet hat, steht ruhig im Ziel. Die Waffe springt ruhiger und kommt verlässlich zum Mittelpunkt zurück. Der einmal ausgerichtete Anschlag bleibt 20 bis 30 Schuss in Form. Die Feuergeschwindigkeit lässt sich so erheblich erhöhen. Das ist gerade an windigen Tagen ein entscheidender taktischer Vorteil. Um die Festigkeit der Jacke nutzen zu können, ist das Laden im Anschlag unbedingt nötig. Nur der rechte Arm bewegt sich zum Repetieren und zum Nachladen. Die übrige Haltung bleibt währenddessen nahezu unverändert. Liegend bleibt meist sogar der rechte Ellbogen am Boden. Nur Unterarm und Hand bedienen das Schloss. Praktisch alle Schützinnen und Schützen der Spitze machen das inzwischen so. Diese Methode ist selbstverständlich geworden. Repetieren, die Opterkorrektur nachladen und schließen in einem Handgriff. Zeigt uns Anna noch einmal hier im Finale der DM 22. Herzlich willkommen.